Hallo liebe Leute und willkommen bei Meme Proof. Nicht wundern, das Setup ist jetzt ein bisschen anders und auch nicht wundern, dass ich jetzt ein bisschen hektisch bin. Gerade eben ist die Speicherkarte voll gewesen, das heißt, ich muss das Video nochmal machen und hoffe jetzt darauf, genug Geduld aufzubringen zu können, damit ich das Video auch in angemessener Ruhe und Qualität eben machen kann. Also, die Frage war von Daniele, kann ich mit Übungen mit dem Körpergewicht darauf Muskeln aufbauen? Und die Frage ist meiner Meinung nach ein bisschen falsch gestellt. Es geht vielmehr darum, sage ich mal, also schätze ich mal die Frage dahinter, okay, kann ich Muskeln aufbauen, ohne dass ich ins Fitnessstudio gehen muss oder dass ich mir irgendwie eine Langhantel kaufen muss oder so. Und es gibt halt relativ wenig Leute, die sagen, okay, ich will es nur mit dem Körpergewicht machen. Das ist dann quasi eine relativ starke Spezifikation vom Hobby, habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, einfach, dass Leute sagen, alles klar, ich will es einfach nur mit dem Körpergewicht machen, einfach nur aus Spaß an der Sache, wenn man so will. Und deswegen lasse ich jetzt auch zum Beispiel solche Dinge zu, wie einen Rucksack auf den Rücken zu nehmen und damit Liegestütze zu machen oder Klimmzüge oder irgendwie sowas in der Art. Und das Problem, was meistens hinter dieser Frage steckt, oder hinter sagen wir, der Verneinung der Frauen und sagen, nee, mit dem Körpergewicht ist halt irgendwie schwierig oder scheiße. Nein, eigentlich schwierig, ist ja auch egal. Ist einfach, dass man da vor allem an Liegestütz denkt. Das heißt, man fragt sich, okay, wie soll ich dann die Brust, Schultern und mein Trizeps aufbauen, wenn ich einfach nur Liegestütz machen kann? Okay, ich kann vielleicht auf Dips umsteigen, aber dann ist auch irgendwann Sense. Und die Lösung ist dann eben, dass man Progression für schwerere Körpergewichtsübungen macht, also die klassischen schweren BWE, also Bodyweight Exercises, sind einarmiger Liegestütz, einbeinige Kniebeuge und einarmiger Klimmzug, wobei der schon in eine noch weiter schwere, deutlich schwere Kategorie gehört als der einarmige Liegestütz, auch wenn der einarmige Liegestütz, obwohl da viel Potenzial ist, denn da kann man auch einfach den gerade und sauber machen, anstatt den halt so verdreht machen, wie man es in den Rocky-Filmen kennt. Und das sollte man dann im Grunde in die Wiederholungsbereichen machen, die Bodybuilding ähnlicher sind, also sagen wir mal im Bereich von 5 Wiederholungen bis so 5-10. Warum ist der Wiederholungsbereich so groß? Weil die Sprünge oft größer sind. Das ist der Nachteil von Übungen mit dem Körpergewicht, dass man teilweise das nicht so ganz kontrollieren kann. Nehmen wir mal, ihr übt für einen einarmigen Liegestütz, das heißt, ihr habt genug Liegestütz aufgebaut mit beiden Armen und dann beginnt die allmählich die eine Hand immer weiter nach außen zu nehmen, bis ihr eben den Arm komplett gestreckt habt. Sagen wir, ihr habt den Arm auf einem Bücherstapel dann oder so und mit der anderen Hand macht ihr dann eben nur die Liegestütz, bis ihr den Arm dann irgendwann wegnehmt und dann normale einarmige Liegestütz macht oder reguläre. Das Problem ist, dass die Granulierung eher feiner ist, eher gröber ist bei Übungen mit dem Körpergewicht, weil man halt nicht quasi genau sagen kann, okay, einen Zentimeter gehe ich jetzt immer weiter nach links. Also man kann sich dann vielleicht ein Maßband auf den Boden kleben oder so, aber das wird dann relativ, sagen wir mal, unpraktisch und ein bisschen nervig, dann genau zu gucken und zu sagen, okay, so und so und so. Zumindest ist es so meine Erfahrung. Also ich habe das ganz früher mal so ein bisschen probiert, also so ein bisschen zu stärker zu reglementieren, also stärker zu kontrollieren. Und an dem Beispiel würde ich dann einfach anfangen mit, also bis man, sag mal, 4 bis 5 Sätze auf 15 Wiederholungen Liegestütz machen kann, dann auf halbe Länge gehen, das heißt nicht ganz gestreckt, sondern hierhin. Das heißt, ich habe ungefähr so eine Versetzung und mache eben dann so Liegestütz, dann als nächstes den Arm strecken und dann gegebenenfalls einarmigen Liegestütz machen, vorausgesetzt natürlich, dass die Rumpfkraft dann auch eben da ist, um eben die Position ganz gerade zu halten. Und das ist der Nachteil von mit dem Körpergewicht. Oft ist es nicht ganz so leicht, das halt so fein zu granulieren. Also man kann theoretisch, kann man das natürlich immer machen. Also man könnte jetzt Zentimeter um Zentimeter dann nach außen gehen in dem Beispiel. Aber praktischer ist es dann eben, meiner Meinung nach einfach nur den Wiederholungsbereich zu vergrößern, indem man sich bewegt und dafür einfach die Widerstände halt ein bisschen zu vergröbern. Also ein bisschen so, als würden einem im Fitnessstudio irgendwie 2,5 Kilo Scheiben fehlen und man müsste jetzt zwangsläufig in 10 Kilo Schritten arbeiten, dann kann man natürlich nicht sich im Wiederholungsbereich von, sagen wir, 3 bis 5 bewegen, sondern müsste eher 3 bis 8 oder so eben probieren. Was
nichts Schlimmes. Es ist, glaube ich, also man kann es auch zum Vorteil wenden, weil eine hohe Varianz in der Wiederholungszahl oft auch so seine Vorteile hat. Wie kann man dann anfangen? Also der erste Schritt ist das Umdenken von einfach nur Widerständen, also von quasi von dem Denken, oh, ich will jetzt einen Muskelreiz setzen und so, hin zu bestimmten Fertigkeiten und Bewegungsarten. Das heißt, du solltest versuchen, den einarmigen Liegestütz zu erlernen und alles andere, was so in der Drückerkette, das heißt Brust, Schultern und Trizeps, angeht, das kommt dann eben hinterher, vorausgesetzt, du hast genügend Trainingsvolumen und das ist gegeben, indem du 5 bis 15 Wiederholungen hast und dann mindestens 3 bis 4 Sätze eben pro Arm dann selbstverständlich daneben durchführst. Und die wichtigsten Übungen wären dann, oder die ein oder relativ einfach, wenn es jetzt nur um den Muskelaufbau geht, wäre einen einarmigen Liegestütz zu lernen, dann eine schwere Form von Klimmzügen erlernen oder tatsächlich einarmige Klimmzüge und Pistols, das heißt einbeinige Kniebeugen, und das Ganze gegebenenfalls dann eben zu supplementieren mit Übungen für den Beinbeuger und vielleicht noch ein paar anderen Sachen. Die andere Variante ist es dann tatsächlich, Turnerübungen zu machen, und da kann ich das Buch von Stephen Lowe, Overcoming Gravity, wärmstens empfehlen. Das mit Abstand beste Buch über Übungen mit dem Körpergewicht, das ich bislang gelesen habe. Wenn es denn auch wirklich um Übungen mit dem Körpergewicht geht. Und einfach den Progressionen folgen mit den Methoden und dann natürlich mit der Ernährung entsprechend auch das nicht so zu machen wie die Turner. Die versuchen natürlich das Gewicht mit aller Gewalt unten zu halten. Und das ist auch das anders frustrierende, sagen wir mal, an Übungen mit dem Körpergewicht. Ich bin jetzt zum Beispiel nicht wesentlich stärker in Klimmzügen, als ich es mal war, aber ich bin um einiges schwerer. Das bedeutet, eigentlich steht mir deutlich mehr Kraft zur Verfügung, aber ich kann jetzt, also ich mache jetzt ungefähr so viele Klimmzüge, also einfach ganz normale Klimmzüge, wie ich es noch mit 18 gemacht habe oder so. Mit 18, da wog ich 75 Kilo in etwa, also ich war ein schlanker, sehniger Windhund, und natürlich konnte ich da vom Prinzip her mehr Klimmzüge, also einfach nur ohne irgendwas dafür zu machen, aber hatte dann natürlich insgesamt weniger Kraft. Und so kann man jetzt die Frage erstmal, ich fasse einfach die Frage erstmal zusammen. Kann man Übungen mit dem Körpergewicht benutzen, um Muskeln aufzubauen, dauerhaft oder langfristig? Antwort ist ja. Klammer auf, man sollte sich aber nicht nur auf das Körpergewicht beschränken, denn es gibt einfach viele Zusatzgewichte in Form von Büchern oder in Form von Wasserflaschen oder Rucksäcke. Man kann auch zum Beispiel einen Seesack befüllen, einfach so wie ich ihn bei mir im Keller liegen habe, ich glaube, ich habe den mit Torf und Sand gefüllt, also damit er eine bestimmte Schwere hat, aber man kann es auch deutlich schwieriger machen. Man kann sich ein paar Sachen selber basteln, das heißt, nur mit dem einen Körpergewicht muss es gar nicht sein. Aber wenn, sollte man umdenken in Richtung Fertigkeiten, bestimmte Dinge erlernen. Das heißt, indem man zum Beispiel einen einarmigen Liegestütz kann, auch einfach nur von der Motorik, kann man natürlich auch viel mehr Last auf Schultern, Brust und Trizeps eben legen. Das heißt, man muss da so ein bisschen sich seine Tools, ne, seine Gewichte einfach auf andere Art und Weise erarbeiten. Und absolute Bücherempfehlung natürlich, wenn man den turnerischen Weg geht, also was die moderne Calisthenics-Bewegung jetzt auch viel mehr macht, ist als absoluter Top-Tipp Overcoming Gravity von Stephen Lowe in der Beschreibung dann für euch dann auch verlinkt. Ich hoffe, die Frage ist hinreichend beantwortet, ne? Falls ihr Fragen oder dergleichen habt oder einfach nur Kommentare, dann nutzt die Kommentarfunktion, die ist für Kommentare da. Ansonsten vergesst den Social-Media-Kram nicht, ne? Liken, teilen, den ganz anderen Kram. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald.